So. Kann man denn zufällig hier rein? Was auch immer das hier ist. Oh, hier gibt es Treppen. Oh, 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 oh. Müssen wir hier überhaupt hin? Karte, wo sind wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich würde eigentlich... Achso, das haben wir noch nicht entdeckt. Und das haben wir entdeckt. Nein. Da würde ich eigentlich gerne hin. Und die andere Markierung, die mache ich mal auch weg. Achso, das ist hier noch... So. Und, so. Masspack Westtunnel. Ah. Das klingt nach coolen. Ich habe doch gerade einen Ghoul gehört. Aber wo? Ach, da! Oh. Ah, Mann! Dogmeat-Befehl? Na, Mist. Dogmeat-Befehl? Angreifen! Tötin! Ja, Feuer! Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Hm. Nehmen wir mal mit. Sehr schön, Dogmeat. Sehr schön. So? So. Kronkorken. Wasser? Nee, ich werde das Wasser garantiert nicht trinken. Ich werde mir nur die Kronkorken schnappen. Ganz ruhig, Dogmeat. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich bin noch da. Ich meine, ich bin zwar ein Noob und so, ne? Aber ich werde dich schon irgendwie beschützen. Außerdem musst du mich auch beschützen, sonst funktioniert das nicht. Das ist Teamarbeit. Und da müssen wir füreinander da sein. Was ist denn? Kronkorken. Schicke Haarbürste, ja. Ich muss mit dem Commonwealth auch ganz dringend die Haare putzen. Die Haare bürsten, auf jeden Fall. Kronkorken. 7mm Patrone. Jawoll. Achso, vielleicht sollte ich mal nachladen. Kronkorken, Patrone. Patronen. Immerhin gibt es hier Patronen. Psycho. Fusionszelle. Rotes Halstuch. Ich nehme es einfach mal mit. Wir brauchen das ja für eine Mission oder so. Stuhl. Nee, ich möchte mich eigentlich ungern hinsetzen. Ich will einmal gucken, was es hier oben noch gibt. Kronkorken, Patrone, Karotte. Plünderer, Lederkombi. Sag mal. Ich glaube, das war gerade ein Raider. Ich glaube, da gibt es gerade zwei Raider. Ja. Hey. Befehl. Was zum... Nein, nein, es ist nichts. Auf Angreifen! Ihn. Ja, wo ist denn der andere? Hä? Ich sehe nicht. Wo bist du denn? Ach, da! Oder? Töte ihn, Dogmeat! Dann muss ich das halt machen. Dogmeat, Alter. Patrone, aber immerhin kriegen wir hier Patronen.
Das sieht ja sehr nett aus. Mutierter Farn. Wenn uns das was bringt, Hundefutter in der Dose. Schienbein. Was ist denn hier? Kronkorkenvorrat. Ja, sauber. Na, Schaufel brauchen wir jetzt nicht. Wir jetzt erstmal Spielkugel. Ich bin immer wieder überrascht, was die Ghoule hier teilweise so an Zeugs mit sich führen. Molotov Cocktail Simpack. Babyrassel. Süß. Das ist ja herzallerliebst. Was gibt es hier noch so? Bowlingkugel, Tapentin, Tapentin. Brauchen wir das? Brahminschädel. Schmutziges Wasser. Ah, schmutziges Wasser können wir dann entschmutzen. Ich sagen wir es mal so. Superkleber brauchen wir bestimmt auch. So, ich glaube, wir laufen aber sowieso gerade in die vollkommen falsche Richtung, aber keine Ahnung, ich finde es eigentlich mal ganz schön, mich hier mal auch ein bisschen umzusehen. Ja, ich weiß, eigentlich müssen wir da jetzt hier noch unten rein, aber ich glaube, wir widmen uns mal dieser Vault. Ich mal unbedingt zu dieser Vault hin. Ach schön, da ist schon wieder ein Raider. Oh, ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eher gucken. Die Vault muss irgendwo da sein. Boah, ich hoffe, wir treffen gleich nicht wieder auf solche hässlichen Viecher. Aus dieser hässlichen Blutdinger. Blutfliegen, Blutmoskitos, wie auch immer. Was haben wir denn hier? Oh, 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 was ist denn hier drin? Klebeband. Ah, die werden bei ihrem Sturmfeuer erzeugen. So was brauche ich doch alles nicht, oder? Oder? Kann ich da nicht gerade auch was an? Nee, okay. Da lang muss ich, okay. Ja, also mit der Anzeige ist halt echt blöd, dass es so kaputt ist. Ich weiß echt nicht, was damit nicht stimmt. Karawanenwache. Oh, oh, ups. Alter, ich kann es mir einfach nicht merken. Ach, das ist die Vault. Oh, cool. Ja, dann lass mal mit denen reden. Ach so, da geht's rein. Okay. Hallo. So viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Munition, hallo. Waffen und schmutzigen Tod. Ich hab alles da. Stehst du auf dahinschmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Mädchen. Was steht jetzt zum Verkauf? Was für Sachen hast du denn? Wenn es Bleiladen spannen und ausspucken kann, verkaufe ich es. Ich habe aber auch Messer und Knüppel für die irren Nahkämpfer. Aber der heiße Tod fliegt schneller als der Schall. Ach, meine Knie werden ganz weich, wenn ich nur daran denke. Alles klar, dann lass uns mal handeln. Ich schau mal, was du hast. Stell dir vor, wie gut sich eine davon in deiner Hand anfühlt. Das war eine super Kameraperspektive. Okay, so. Schauen wir erstmal, was wir loswerden können. Ja, komm, also ganz ehrlich, diese Aluminiumdosen hau ich mal alle weg. Blick aus dem Vault. Blut, Fleisch, Blutkäferrüssel. Feder. Warum auch immer wir so etwas mit uns tragen. Golduhr packe ich mal auch weg. Glasfaseroptik. Ich packe das mal alles weg. Vielleicht werde ich es am Ende bereuen, weil man das am Ende doch noch für irgendwas braucht. Aber ich sehe das jetzt mal nicht so eng. Kombi-Schraubenschlüssel. Nehmen wir mal auch weg. So, Laserpistole. Ja, ich finde die Laserwaffen eigentlich total cool. Deswegen erstmal annehmen, Handel bestätigen. Ja. So, hat sie denn ganz auf gut Glück, Knarre? Auf gut Glück, Knarre? Die Kugeln explodieren bei Einschlag und richten 15 Punkte Flächenschaden an. Ah, und wie teuer ist die? Ist das der Preis? 2600? Ja, bestimmt. Billardkö. Patronen, Patronen, Patronen. Ich habe. Wie viele Patronen habe ich denn? Schauen wir nochmal ganz nach oben. 308 habe ich kaum noch und 38er, 44, 45. Also 45 hat sie ziemlich viele. Ja, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Warum ist sie... Ah, ich bin immer so geizig. Was hat sie denn eigentlich sonst noch? Chinesisches Offiziersschwert. Brennstoff.
Gamma-Patrone. Gamla-Outfit. Ja, sowas brauchen wir ja nicht. Impo-Revolver-Pistole. Ja, sowas besitzen wir ja schon. Laser-Pistole. Können wir eventuell vielleicht auch eine Waffe oder sowas verkaufen, die wir eventuell nicht mehr bräuchten? So. Also bewachen schaue ich immer auf Feuerrate und ja, eigentlich auch ein bisschen Reichweite. Also das sind die beiden Waffen, die wir ausgerüstet haben. Achso, und Schaden natürlich. Schaden natürlich auch. Automatikpistole. Macht 24, die macht 10. Und die hat Feuerrate 127. Ja, die hat dafür viel mehr. Ach, das ist gleich immer automatisch gesetzt mit den Pistolen, hoffe ich zumindest. Ja, okay, das ist natürlich keine so schöne Sache, wenn es nur so. Die Laserpistole, die ist in überwiegend besser. Die ist überwiegend besser. Oh, das Rattenhappen. Oh, das ist dann schwer. Also entweder ich setze halt auf Schaden. Dann würde ich die Impro-Revolver-Pistole behalten. Dann habe ich aber. Der Wert ist auch nicht. Aber der Wert ist davon geringer. Der Schaden ist nicht so gut. Präzision ist auch nicht so gut. So, und hier. 13. Ach komm, ich glaube, ich verkaufe die einfach. Ja, komm. Annehmen. So. Wir müssen ja auch ein bisschen Platz für neue Waffen schaffen, ne? Wir müssen uns manchmal auch von Waffen trennen. Wir haben aber auch gar nicht mehr so viele Waffen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir haben echt viele verplempert. Aber auf gut Glück, Knarre, die ist uns noch zu teuer. Die werden wir niemals schaffen. Die ist noch zu teuer. So viel Geld haben wir leider nicht. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Hm. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Ja, das stimmt. Zumindest ist es ehrliche Arbeit. Was gibt es denn? Gibt es hier irgendwie was, was man sich vielleicht schnappen könnte? So ganz vielleicht? Irgendwas Cooles oder so? Nee, Metallhammer brauche ich nicht. Irgendwas so. Hier oben vielleicht? Ordner, Schraubenschlüssel, Schreibtisch, Strohkissen. Ah. Ja, wir könnten die. Bleib auf den Straßen. Dann ist deine Überlebenschance größer. Braten. Brotkäfersteak. Und fertig. Oh, mal ein bisschen Mutanten-Hundekeulen. Oh, okay. Machen wir mal auf. Getränk. Ja, wir haben doch. Ach, uns fehlt noch. Ich habe so viele Arten von Zerstörung im Angebot. Und da verlassen. Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Oh, oh, ich sehe da oben was. Ein Yao-Guy. Wow. Jemand muss doch was tun. Ich kümmere mich drum. Alter, was? Wie viel Schaden verträgt der Bengel denn? Ja, der Yao-Guy ist weg. Anscheinend. Ich hab geregelt. Keine Ahnung, wo der ist, aber er ist weg. Ja, egal. Der wird sich schon noch zeigen. Ich würde aber gerne mal die Vault betreten, wenn ich das darf. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich gehe mal stark davon aus, dass die Vault genauso aussehen wird wie die, wo wir aus der wir stammen. Ich würde vor allem interessieren, ob da auch Menschen noch drin leben oder wie das da sonst so aussieht. Brettspiel, schmutzige Aschenbecher, ich habe nur das Klemmbrett. Was kann ich eigentlich mit so einer Teerbeere machen? Steuerung aktivieren. Ich würde mal gerne rein, wenn ich darf. Und Presse-Button. Push-Button. Wort 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Ich bin von Vault 111. Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und na, was toll. Führt dich hierher
nach 81? Ich bin auf der Durchreise. Ich bin auf der Durchreise. Ich wollte mich nur umsehen. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme das Reden. Tut mir leid. Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Okay. Ich brauche Infos. Vielleicht. Ich brauche mehr Informationen. Verständlich. Fusionskerne. Ja. Genauer gesagt 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Wofür denn? Wozu braucht ihr die denn? Ich bin kein Ingenieur, aber wir brauchen sie, um unsere Generatoren zu unterstützen. Auch wenn du die Aufgabe für banal hältst, für uns ist sie sehr wichtig. Klingt einfach? Klingt einfach. Die 3 Fusionskerne kommen sofort. Gut. Du kannst Offizier Edwards über das Intercom kontaktieren, wenn alles erledigt ist.